Breakdance findet, wie man sieht, nicht nur auf der Straße statt. Die Junioren des TSV Günzach und des Tanzzentrum Allgäus haben sich für die Weltmeisterschaft im Breakdance qualifiziert. Wobei es bei dieser Tanzrichtung weniger ums bloße Training geht. Man kann entweder tanzen, tanzen, tanzen oder man hat Spaß dran. Und man sagt ja auch, Breakdance ist nicht nur ein Tanz, sondern es ist eine Art Lebenseinstellung. Das heißt, ich kann nicht nur tanzen, ich muss es richtig fühlen. Das heißt, ich gehe ins Training und ich gehe nicht nur hin, damit ich hier und da und dort immer was lerne, sondern ich gehe hin, um Spaß zu haben, um die Musik zu fühlen und einfach wirklich voll mit dabei zu sein. Und das ist uns sehr wichtig. Also da schauen wir sehr groß drauf, weil nur wenn man zusammen Spaß hat, kann man auch erfolgreich werden und natürlich noch mehr Spaß haben. Vor 4 Jahren hat sich der TSV Günzach auf Breakdance spezialisiert. 3 Jahre davon ist Wendy schon dabei. Zum 3. Mal in Folge ist sie deutsche Meisterin bei den Solo Girls im Breakdance geworden. Zum Tanzen an sich ist sie eher spontan gekommen. Mein Bruder hat mal auch Breakdance gemacht und dann bin ich mal mitgegangen, dann hat es mir gefallen, dann habe ich weitergemacht. Die Juniorengruppe Dancing Soul Circle hat den 3. Platz in der Meisterschaft geholt und sich mit diesem Tanz für die WM qualifiziert. Diese beeindruckenden Ergebnisse tun die Junioren auch einiges im Training jede Woche. Also regulär 2-mal, aber wir treffen uns immer zum Beispiel draußen oder so und trainieren dann öfters. Oder halt in der Halle. Oder in der Halle. In den Ferien gerade haben wir eben die Möglichkeit, da wir einen Hallenschlüssel haben, dass wir auch unbegrenzt hier rein können. Und jetzt, da es zur Weltmeisterschaft geht, wird das Trainingsprogramm noch straffer als sonst. Also wir werden natürlich noch mehr trainieren, hier in Günzach im Tanzzentrum Allgäu. Wir werden neue Anfängerkurse starten im Breakdance, damit natürlich für nächstes Jahr auch wieder gesichert ist, dass wir dort teilnehmen können. Und wir hoffen natürlich auf die Unterstützung von den Leuten, die uns jetzt unterstützt haben, dorthin zu kommen, weil ohne die vielen, die uns unterstützen würden, würde das nicht gehen. Mit so viel Unterstützung und ihrem Können kann bei der Weltmeisterschaft im September nicht mehr viel schiefgehen.